Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Klein und Kurvig Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Jacqueline und auf meinem Kanal geht es sehr viel um Körper, darum, wie wir es schaffen, gut mit uns selbst umzugehen. Und für mich ist eine ganz wichtige Sache dabei, mich schön zu kleiden. Ich liebe es, neue Kleidung auszuprobieren, aber ein Klassiker darf in meinem Kleiderschrank seit Jahren nicht mehr fehlen und das ist die perfekte Mom Jeans. Und heute habe ich euch meine 5 liebsten Styles mit einer Mom Jeans mitgebracht. Falls ihr meine Videos schon länger schaut, habt ihr diese Hose bestimmt schon einige Male entdeckt. Die habe ich nämlich, glaube ich, jetzt schon seit 1,5 oder 2 Jahren und ich trage sie ununterbrochen. Ich konnte sie jetzt eine Zeit lang nicht anziehen, weil ich sie nicht zubekommen habe. Aber ich habe ein paar Kilo abgenommen und jetzt geht sie wieder zu. Ich bin mega happy darüber. Und zwar ist das eine Monkey Mom Jeans, die Kimomo Jeans. Das sind für mich die am besten sitzenden Mom Jeans, die ich bis jetzt gefunden habe. Ich habe die sowohl in dem normalen Blau, als auch mit Rips an den Knien, als auch in Schwarz, also in allen Farben zu Hause. Und heute zeige ich euch meine 5 liebsten Looks mit der blauen Mom Jeans. Das ist sie jetzt also, meine liebste Mom Jeans, die ich habe. Ich bin sehr froh, dass ich da wieder reinpasse. Und das ist eine ganz normale blaue, so eine basic blaue Jeans, ohne irgendwelche Waschungen oder Rips. Ich finde die am besten, weil man die halt in verschiedene Looks packen kann. Und ich zeige euch jetzt gleich mal den allerersten. Look Nummer 1 ist sehr basic und ein bisschen derbe. Also ich würde jetzt mal fast sagen, das passt super gut in die kühlere Jahreszeit. Vielleicht auch jetzt noch so in die Übergangsphase, wo es noch nicht ganz so warm ist. Vor allen Dingen wegen diesem großen, oversizeden Cardigan. Ich finde, sowas bietet sich total gut an, zu einer Mom Jeans zu kombinieren. Aber wenn ich schon einen sehr, sehr oversizeden Cardigan oder eine Strickjacke anhabe und auch noch so einen richtig krassen Boot, muss ich darunter etwas Figurbetontes tragen. Und das ist jetzt so ein süßer, schwarzer Body mit einem niedlichen Rückenausschnitt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man trotzdem, also wenn man so eine bisschen weitere Hose trägt, noch Figur zeigt. Aber das, finde ich, ist ein absoluter Go-To-Alltagslook. Mein zweiter Look ist etwas, das ich jeden Tag anziehen könnte, weil ich es mega schick finde. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man so eine etwas sportlichere und lässige Jeans in etwas Elegantes verwandeln kann. Mein zweiter Look ist etwas, das ich sehr, sehr häufig in genau so einer Kombination trage. Und zwar haben wir einen wieder enger geschnittenen Pullover. Das ist jetzt so ein kleiner Rollkragenpulli. Finde ich mega niedlich. Auch zu einer weiteren Jeanshose, finde ich, kann man das sehr, sehr gut tragen. In Kombination mit einem etwas höheren Stiefel. Ich liebe es, wenn man solche Mom Jeans über die Stiefel zieht. Ich finde, das sieht einfach irgendwie mega lässig aus. Aber trotzdem sexy und elegant, weil es ein hoher Schuh ist. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen aufzupassen, habe ich jetzt passend zum Schuh noch einen Blazer gewählt. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, um so einer normalen, lässigen Jeans nochmal so ein bisschen was Elegantes zu geben, wenn man eben eine schöne Jacke dazu kombiniert. Und ich finde auch, dass das sehr, sehr gut von den Farben harmoniert. Also hellblaue Jeans oder blaue Jeans und Beige-Töne, finde ich, passen wunderbar zusammen. Ich komme nicht rein. So, jetzt. Und das ist für mich genauso in der Kombination auch wirklich einer meiner absoluten Favoriten. Ihr könnt sehr gerne mal oben abstimmen, was ihr von diesem Look haltet. Es gibt aber natürlich nicht nur die Variante Pulli in die Hose stecken, weil ich weiß, dass ganz viele davon nicht begeistert sind. Habe ich auch noch eine andere Variante dabei, um eine Jeanshose ein bisschen sexy zu machen. Ich finde, eine ganz simple Basic Jeans und ein ganz weites, lässiges, weißes Hemd ist die perfekte Möglichkeit, um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Also habe ich jetzt so einen mintgrünen BH oder pistazienfarbenen BH und die passende Sandale dazu. Ich finde das mega niedlich. Es ist super einfach zu kombinieren. Man kann jede Farbe dazu wählen. Vielleicht auch einfach noch mit einer Handtasche und einem Schuh einen Akzent setzen. Und ich mag das, weil es halt super lässig und bequem ist. Und ich finde, das passt zu super vielen Anlässen, ob man
man sich jetzt mit den Mädels trifft oder bummeln geht oder ein Eis essen geht. Also ich denke, man findet auf jeden Fall immer Verwendung für so einen Jeans-Hemd-Look oder so eine Jeans-Hemd-Kombi. Die kann man natürlich noch weiter ausbauen, wenn man das möchte. Aber dieses Hemd ist der Knaller. Das ist super schön weit geschnitten, ist wie gesagt ein bisschen durchsichtig. Also so ein farbiger Bralette oder ein Top drunter macht sich sehr, sehr gut. Aber es ist sehr, sehr weich, sehr, sehr angenehm und ich bin super verliebt in diesen Look. Kommen wir doch gleich noch zu einem weiteren relativ sommerhaften Jeans-Look, den ich persönlich ganz, ganz niedlich finde. Ob man jetzt zum Beispiel mit den Kiddies draußen ist oder ins Schwimmbad geht oder sonst was. Auch da, finde ich, ist eine Jeans oftmals sehr, sehr gut geeignet. Tada! Das ist jetzt ein super, super frischer, ein bisschen girly-mäßiger Look, aber ich finde es einfach mega schön, dass man Jeans auch mit T-Shirts, Basic-T-Shirts und einfach so vielen verschiedenen Farben kombinieren kann. Also habe ich jetzt ein T-Shirt mit Print ausgewählt, was so ein bisschen lachsfarben ist und passende Sandalen dazu. Ich liebe es einfach, Sachen farblich abzustimmen. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, aber ich stehe total drauf, wenn sich die Farbe von den Schuhen nochmal in der Kleidung wiederfindet. Ich finde, das macht einfach immer was Besonderes aus einem Look, weil es immer so aussieht, als hätte man sich ein bisschen Mühe gegeben bei der Kleiderwahl. Und so, finde ich, ist dann auch so eine ganz simple, normale Jeans nochmal super stylisch kombiniert. Ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne mal schreiben, ob ihr grundsätzlich Fans seid von solchen Print-T-Shirts, weil ich war es bis dato eigentlich nicht, aber ich muss sagen, wenn so ein bisschen Farbe drauf ist, finde ich, sieht es eigentlich schon ganz niedlich aus. Einen letzten Look habe ich noch für euch, den darf ich euch nicht vorenthalten, weil er aktuell sehr, sehr beliebt ist. Und zwar sind das natürlich wieder beige-töne Cremefarben. Die sieht man aktuell überall. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich persönlich finde, dass die sehr, sehr gut mit solchen blauen Tönen zusammenpassen. Und eine Sache, die ich jetzt noch nicht anhatte auf meine Jeans, sind Sneakers. Das machen wir jetzt. Da ist er also, mein Sneakers-Look. Und ich sag's euch, Leute, letztes Jahr habe ich noch keinen einzigen solchen Turnschuh besessen, weil ich immer dachte, oh, das ist so ein globiger Schuh, da sieht man bestimmt total breit drin aus. Aber ich finde, eigentlich ist es genau das Gegenteil. Ein kleiner Tipp, den ich immer beachte, ist, dass man noch ein bisschen Knöchel sehen kann. Also wie auch jetzt habe ich die Hose ein bisschen hochgekrempelt, weil ich finde, dass es ein schöneres Bein macht. Und ich weiß, dass viele der Annahme sind, dass so hochgekrempelte Hosen dann das Bein so ein bisschen abgehackt wirken lassen und die Beine dadurch kürzer wirken, aber ich finde, das ist nicht so. Man muss natürlich immer gucken, wie lang die Hose dann ist und wie das dann auch wirklich aussieht, ob man die Hose krempeln kann oder nicht, aber ich grundsätzlich mag sehr, sehr gerne, wenn man so ein bisschen Knöchel sehen kann, vor allen Dingen bei Sneakers und auch bei Sandalen. Da finde ich das ganz, ganz wichtig, dass die Hose nicht zu lang ist, weil würde man da jetzt keine Haut mehr sehen, glaube ich, würde es tatsächlich so ein bisschen gestaucht wirken. Und ich habe jetzt dazu einfach so einen bisschen kürzer geschnitteneren Sweater drauf an. Mag ich sehr gerne. Ich würde den jetzt wieder so ein bisschen hier vorne reinstecken. Ich weiß, das mögt ihr alle nicht, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Wenn der Pulli nämlich zu lang ist, finde ich, wirkt das komisch. Also hätte ich jetzt einfach so einen langen Pulli an, wäre es so ein bisschen Schlabberlook. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja lässig aussehen. Deswegen der Pulli so ein bisschen kürzer. Den kann man dann auch einfach so unten reinstecken, wenn man das mag. Man kann auch, wenn man die Figur dazu hat, jetzt so ein Cropped Sweater dazu anziehen. Ich glaube, bei mir ist das noch nicht so ganz der Fall. Da müssen vielleicht noch ein paar Kilo runter. Aber ich mag grundsätzlich die Kombination von Sweater und Jeans mit Sneakers sehr, sehr gerne. Ihr könnt gerne mal abstimmen, was ihr davon haltet. Das waren sie also, meine absoluten Lieblingsstyles. Ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, welches von den Outfits ihr am ehesten nachkreieren würdet oder welches ihr genauso anzieht. Das interessiert mich wirklich sehr. Ich werde natürlich alle Teile, die ich jetzt anhatte, so gut ich sie finden kann, in der Infobox verlinken. Also wenn irgendwas dabei ist, was ihr mal nachschauen möchtet, dann guckt gerne mal hier unten. Da ist bestimmt was für euch dabei. Auch meine liebste Jeans ist da drin. Also nochmal, das ist die Monkey Kimono Jeans. Die gibt es in ganz verschiedenen Farben und Waschungen. Und ich bin wirklich mega happy mit der. Ich habe die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in einigen Farben zu Hause und eigentlich so ziemlich jedes Mal, wenn ich nach meiner Jeans gefragt werde, ist es eine von denen. Also ich denke, dass da ganz viele von euch sich jetzt freuen werden, dass sie endlich wissen, wo ich die gekauft habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und mir ist immer super wichtig, dass wir hier einen regen Austausch haben an Dingen, die euch interessieren. Also schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn es irgendwie
irgendein Kleidungsstück gibt, wo ich das nochmal so machen könnte. Also 5 Styles aus einem Teil kreieren. Oder ob es irgendwelche anderen Modevideos oder Videos gibt, die ihr von mir sehen wollt, dann lasst mich das immer gerne wissen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Auch noch ein kleines Dankeschön an alle diejenigen von euch, die in letzter Zeit die ganzen Videos angeschaut haben, die von mir kommen. Das ist ja in den letzten Wochen ein bisschen mehr. Ich versuche auch weiterhin mehr Videos für euch zu produzieren, einfach, dass wir so ein bisschen gemeinsam diese Phase, wo wir alle zu Hause sind, gut überbrücken können. Also wenn es da noch irgendwas gibt, was ich für euch einbauen könnte, dann schreibt mir das auch sehr gerne. Vergesst nicht, mir auch auf Instagram zu folgen, weil ich weiß, dass ganz viele von euch das noch nicht tun. Weil hier sind wir 90.000 und dort nur 25.000. Da kann irgendwas nicht stimmen. Also hüpft da auch gerne mal rüber. Dort gibt es auch ganz viel Inspiration. Ich mache dort auch Videos. Also wenn ihr wegen den Videos hier bei mir seid, dann interessiert euch das vielleicht auch. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!